Heutzutage ist es für Spieleentwickler nicht gerade einfach, noch mit wirklich innovativen Konzepten um die Ecke zu kommen. In mittlerweile mehreren Jahrzehnten Videospielgeschichte gab es so gut wie alles schon mal. Da wären mal die gängigen Tätigkeiten wie verschiedene Sportarten, Autorennen oder der typische Action-Blockbuster. Aber auch wenn ich was Abgefahrenes will, kann ich jederzeit mit schwer bewaffneten Würmern in den Kampf ziehen, als ein Klumpen Fleisch durch Level voller Kreissägen touren oder sogar mit einem riesigen Müllball Gegenstände einsammeln, um einen neuen Planeten zu erschaffen, um jetzt nur mal einige Konzepte zu nennen. 2009 kam dann aber doch mal wieder ein Spiel um die Ecke, dessen Konzept ich so, zumindest auf das Setting bezogen, zuvor noch nicht gesehen hatte und das in mir mal wieder den Gedanken weckte, wie genial abgedreht ist das denn jetzt bitte? Die Entwickler Double Fine Production entwickelten nämlich ein Action-Adventure, dessen Welt und Story komplett auf Heavy Metal basierten. Und das Ganze dann noch mit Jack Black in der Hauptrolle. Wow. Das war wieder so ein Moment, wo ich mir wirklich nur dachte, okay, das musst du zocken. A good roadie knows his whole job is to make someone else look good. Keep someone else safe. Help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. If he's doing his job right, you don't even know he's there. Once in a while, he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone. Das Spiel fängt doch gleich mal ziemlich cool an. Man schlüpft in die Rolle von Eddie Riggs, dem weltbesten Roadie, welcher sichtlich resigniert für eine drittklassige Glam-Metal-Band arbeitet. Das Ganze ändert sich aber, als der Destroyer of the Ancient World, dessen Namen ich jetzt beim besten Willen nicht mehr aussprechen kann, erwacht, die Band kurzerhand tötet und Eddie in die nordische Welt des Death Metals verfrachtet. Soweit so gut. Viel abgedrehter und zugleich charmanter kann ein Spiel wirklich nicht anfangen. Es geht auch gleich mal ziemlich cool weiter. Als Eddie ist man mit einer Axt und seiner Gitarre bewaffnet und schnetzelt sich so durch gleich mal auf sehr spaßige Art und Weise durch einige sehr witzig inszenierte Gegner. Auch die Charaktere, die eingeführt werden, die man trifft, und generell die ganze Spielwelt strotzen nur so vor Charme, witzigen Insidern und vor allem zu einer wirklich schönen Liebe zum Detail. Und dann wäre da noch das ganz große Plus dieses Spiels, was es auch irgendwie ausmacht, nämlich der Soundtrack. Der wartet nämlich mit über 100 verschiedenen Heavy Metal Tracks auf. Und auch wenn ich selbst jetzt wirklich kein Metal-Fan bin, waren da einige Songs dabei, die waren wirklich cool und generell hat der Soundtrack in vielen Situationen das Geschehen einfach nur perfekt untermalt. Man kann also durchaus sagen, vom Einstieg und etwa den ersten 90 Minuten des Spiels war ich wirklich begeistert. Aber naja, wie das manchmal leider so ist, es läuft nicht immer so, wie man sich das erhofft. Und so nahm Brutal Legend nach dem wirklich coolen Einstieg dann für mich leider eine Wendung, die mir das Spiel irgendwo einfach versaut hat. Denn relativ schnell kommt man an den Punkt, an dem man sich der Widerstandsbewegung Iron Heat anschließt und deren Fußsoldaten, die Headbanger, befreit. Und ab diesem Punkt ging es für mich dann leider bergab mit dem Spiel, denn ab diesem Zeitpunkt verlagert sich das Gameplay von einem Hack-and-Slay-Fokus hin zum Fokus auf Echtzeit-Strategie-Elemente. Ja, mit dem coolen Hack-and-Slash-Gameplay war es das dann leider. Während man nämlich in den ersten zwei Dungeons noch in klassischer Hack-and-Slay-Manier mit der Axt durch Gegner schnetzelt, liegt das Hauptaugenmerk nun darauf, seine eigenen Truppen zu befehligen und in relativ großen Schlachten zu kämpfen. Klar, man mischt in diesen Schlachten auch noch selbst mit, aber der Fokus liegt nun eben stärker auf den RTS-Aspekt. Und genau dadurch habe ich das Spiel dann leider verloren. Man muss es nochmal sagen, das Spiel ist an diesem Punkt ganz sicher nicht schlecht, ganz sicher nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass man hier Echtzeitstrategie-Elemente auf Konsole hat, funktioniert die Bedienung wirklich noch gut. Zwar nicht ganz optimal, aber es funktioniert. Letztlich war es aber einfach nicht das, was ich mir von dem Spiel erwartet und erhofft hatte. Ich dachte mir die ganze Zeit so,
Ja, okay, ist spaßig, aber als normales Hack'n'Slay wird mir das jetzt deutlich mehr Spaß machen. Zu dieser Meinung stehe ich da auch noch bis heute. Hat man die Strategie mit Key-Teile weggelassen und dafür vielleicht ein bisschen mehr Wert auf das Hack'n'Slay-Gameplay und auch auf ein Kombosystem gelegt, dann wäre Brutal Legend ein deutlich besseres Spiel geworden. Hinzu kommt, dass es in der offenen Welt von Brutal Legend auch immer wieder einiges an Backtracking gibt, was dem Spielfluss auch nochmal schadet. Und das zusammen mit den Schlachten, die mir dann eben auch nur noch bedingt Spaß gemacht haben, das hat dann alles leider dazu geführt, dass ich irgendwann einfach keine Lust mehr hatte und das Spiel dann letztendlich auch abgebrochen habe. Eigentlich sehr, sehr schade, denn wie gesagt, ich fand das Setting großartig, die Charaktere waren sympathisch, der Soundtrack war auch sehr, sehr cool und gerade einige Cameos von Heavy-Metal-Größen haben mich wirklich laut zum Lachen gebracht. Leider nützt das eben alles nicht wirklich viel, wenn ich das Gameplay nicht bei der Stange halten kann. Was ich auch etwas problematisch fand, war die Tatsache, dass die Vermarktung des Spiels auch eher den Eindruck vermittelt hat, dass es eben Hack'n'Slay und ein actionbasiertes Spiel wäre, wodurch ich mir beim tatsächlichen Spielen dann irgendwo doch so ein bisschen verarscht vorgekommen bin und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Unterm Strich bleibt damit ein Spiel, das auf gar keinen Fall schlecht ist, aber speziell durch die getroffenen Gameplay-Entscheidungen war es eben auch nicht das, was ich mir erwartet und erhofft hatte. Und deshalb bleibt Brutal Legend für mich am Ende dann leider doch ein Fehlkauf.